Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Digital Breakfast am 19.03.2021. Thomas hat es ja eben schon gesagt, zwischenzeitlich in 28 Locations vertreten. Vorhin im Gespräch hatten wir es auch kurz davon, dass dieses Jahr die 1800er Grenze geknackt wird. So viele Veranstaltungen schon stattgefunden und von dem her ist es eine ganz besondere Freude, heute den Gründer des Digital Breakfast und Geschäftsführer der Pionierfabrik als Referenten begrüßen zu dürfen. Und somit, da ist noch ein Ton an, somit übergebe ich wieder das Wort an Thomas. Danke, danke Tobi. Also das ist ja immer ein bisschen komisch, wenn man selber quasi den Vortrag hält. Deswegen hilft der Tobi da immer sehr gerne aus, was mich auch freut. Er wird mit Sicherheit auch bald mal, ja, mit großer Sicherheit wird er demnächst auch mal ein Digital Breakfast haben. Genau, also dann würde ich sagen, starten wir. Ich habe nur eins vergessen zu sagen, was organisatorisch ist. Dann beginne ich aber auch. Wir haben es eingeführt, bis 10 Uhr halt ist dann quasi das Digital Breakfast offiziell. Und anschließend haben wir nochmal 3 mal 5 Minuten Breakout-Session für den, der möchte. Ich sage aber offiziell, Achtung, jetzt ist offiziell zu Ende und jetzt gehen wir quasi in die Breakouts. Da bitte, ja, wer Lust hat, bleibt drin und die anderen, ja, den wünsche ich dann natürlich einen schönen Tag. Wenn wir ein bisschen überziehen, ist es gar nicht schlimm, also für uns zumindest nicht, weil wir zeichnen ja auch auf. Das heißt, das werdet ihr spätestens ab morgen, meistens schon Abend vorher, aber sicherheitshalber ab morgen ist die Aufzeichnung auch bei YouTube und da könnt ihr euch es anschauen und wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen zu stöbern, was wir schon alles gemacht haben. Wir haben das Eventarchiv und alle Veranstaltungen, die stattgefunden sind, die sind jetzt nochmal, also die stattgefunden haben, sind im Eventarchiv und alle, die noch kommen, sind auf der Startseite. Und da findet ihr immer die Präsentation, die Aufzeichnung, Podcast. Ja, also wir löschen da nichts. Da könnt ihr auch mal zurückgehen bis 2015, wobei wir mit dem Aufzeichnen, da bin ich auch ehrlich, da haben wir erst Ende letzten Jahres so begonnen und haben uns da rangetastet. Und ja, ab jetzt wird quasi alles aufgezeichnet. Gut, dann möchte ich oder starte ich einfach mal mit meiner Darbietung und hoffe, dass ihr jetzt den Bildschirm seht. Tobi, seht ihr mich? Ja, passt. Okay, wunderbar. Das ist manchmal ein bisschen. Okay, so, also, um was geht es heute? Es geht heute um Sales Hacks, ja. Das heißt, um ja, kleine Hilfen beim Key Account Management. Und ja, ich starte mal mit der Agenda. Also, die Frage ist, was gibt es denn für Besonderheiten im Key Account Management? Da möchte ich so ein bisschen auch ins Thema einleiten. Also was ist da Besonderes? Was ist Besonderes zu einem, ich sage jetzt mal, ganz normalen Vertriebler? Also wo ist da der Unterschied? Und dann steige ich auch schon ein mit Sales Hacks, mit den verschiedenen Kategorien. Ich habe mehr in der Präsentation drin, als ich zeigen kann. Ja, ich glaube, das sprengt sonst den Rahmen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Präsentation könnt ihr anfordern und es ist also fast bei jedem Thema ist mehr drin, als ich hier zeigen werde. Und genau, ich lege mal los. Also Besonderheit beim Key Account Management ist einfach, dass wir in der Regel eine eingeschränkte Anzahl haben. Ja, also ein Key Account Manager, deswegen heißt er ja auch Schlüsselkunden, ja, der hat halt keine 5000 Kunden, ja, sondern er hat halt wenige Kunden. Und wenn er wenige Kunden hat, dann hat er halt die Problematik oder die Herausforderung, er muss halt diesen
Kunden, Interessentenstamm, manche sagen auf Wunschkundenliste abarbeiten. Er kann nicht links und rechts, sondern er muss einfach dieses Potenzial ausschöpfen. Ja? Und ich habe das früher selber gemacht, als ich noch bei der Firma Bechtle war, im Key Account. Also ich hatte auch Key Account, aber ich war Key Account Hunter. Ja? Das heißt, ich hatte eine Liste, eine Kopfgeldliste, so haben wir es immer genannt, intern. Da waren Kunden drauf. Das waren 100 Firmen und hinter jeder Firma stand ein Kopfgeld. Also wenn ich die Firma als Kunde gewinne, dann kriege ich da eine Provision dafür. Ja? Also mega spannend, also eingeschränkt. Und die zweite Eigenschaft, wobei die Eigenschaften jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, zweite Eigenschaft, Buying Center, das heißt, man hat nicht nur mit einer Person zu tun, sondern man hat mit mehreren Personen zu tun. Ja, Buying Center ist ja bekannt, da gibt es ja den Initiator, den Buyer, den Entscheider und so weiter, also hochkomplex, weil das, was auf der Visitenkarte nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, wie dann entschieden wird. Ja, also es gibt ganz, ganz oft den Fall, dass der Chef, dass da zwar Geschäftsführer draufsteht, aber der Geschäftsführer sagt, Mensch, ihr in der Fachabteilung, ihr müsst mit dem Produkt arbeiten, entscheidet ihr das mal. Ja? So, also das ist so ein zweites. Dann meistens natürlich dann B2B. Ja, klar, weil ich will mich ja nicht mit einzelnen Konsumenten dann rumschlagen. Und es ist so die Tendenz eher größere Unternehmen, / Konzerne, wobei es da auch Ausnahmen gibt. Ja? Zum Beispiel nehmen wir mal an, Ingenieurbüros. Ja, die Ingenieurbüros werden vielleicht nie Umsatz machen, aber sie sind extrem wichtig, weil sie vielleicht Zulassungen vornehmen für die Listung beim Daimler. Ja, also muss ich zum Beispiel dann diese Ingenieurbüros auch dementsprechend betreuen. Ja. Genau, also das war jetzt mal eine kleine Einführung. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es sicherlich noch einige Besonderheiten mehr. Ja, jetzt mal zum ersten Hack. Messen fallen weg. Ich habe keine, wir haben weniger Besuche. Ja, und was mache ich jetzt? Ja, also Thema Neukunden, wie gehe ich damit um? Kriege ich überhaupt Neukunden? Genau, ja. So, da haben einige ihr Mikro, ich mache das gerade mal nebenher. So, jetzt ist es ein bisschen leise. Also, Messen fallen weg, Besuche fallen weg, es ist alles, es hat sich konzentriert auf Online und wir haben jetzt in den letzten paar Wochen, hatte ich ein paar Kunden-Online-Termine, die mir gesagt haben, Mensch, wir schöpfen unsere Neukunden immer von Messen. Ja, also so klassische Maschinenbauer, die sind auf die großen Messen gegangen und haben gesagt, Mensch, unsere Neukunden kommen von den Messen. Und wie gesagt, das ist jetzt weg. Und ich habe jetzt mal was, ich habe mehrere Sachen drin. Also wie komme ich an potenzielle Neukunden? Und das, was ich jetzt zeige, wir hatten es vorher beim Smalltalk von Latest Shit und von Buzzwords. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Da gibt es die Firma B2B Smart Data, aber das, könnt ihr wahrnehmen, aber es geht um die Methode, was machen die? Das ist für mich eines der besten Dinge. Die haben nämlich bei der Diskussion haben wir uns unterhalten und dann haben die gesagt, ja, das Thema Ähnlichkeitszwillinge ist ja immer so eine Geschichte mittlerweile, ja, also Lookalikes auf Neudeutsch. Sie haben die Erfahrung gemacht, wenn man über Branchen und so weiter geht, dann ist es doch oft schwierig, ja, weil die Branchencodes nicht stimmen oder weil es unterschiedliche Branchencodes gibt. Und die haben dann Folgendes gemacht und das finde ich unheimlich, unheimlich stark. Es ist für mich auch gerade so, wie gesagt, das Beste, was es gibt. Ich gebe denen einfach die Internetseiten meiner besten Kunden. Also ich suche die 10, 20 x besten Kunden raus und ja, dann reichern die Daten an und dann haben die einen Crawler, der quasi
die Gemeinsamkeiten der Webseiten vergleicht. Also stellt euch vor, euer bester Kunde, der schreibt ja Dinge auf der Webseite. Der schreibt auch sicherlich Dinge zwischen den Zeilen. Ja, das ist auch immer ein Thema. Und die gucken, wer verwendet gleiche Begriffe, wer tummelt sich im gleichen Umfeld. Ja, da ist dann Semantik dahinter. Ja, also natürlich wieder Buzzword KI. Und so analysieren die das und machen dann eine Liste mit potenziellen Neukunden. Und diese Neukunden, das finde ich jetzt auch sehr seriös, die werden dann auch bewertet und sagen, da steht dann zum Beispiel Platz 1 bis 51, diese Kunden entsprechen zu 97% deinem Kunden. Ja, und da gibt es eine Liste abgestuft, wie viel Prozent die dem entsprechen, und die haben so einen Slogan, wo sie sagen, ich sag dir, wie deine nächsten 100 oder wer deine nächsten 100 Kunden sind. Ja? Also das ist eine mega spannende Methode, das zu machen. Die bieten auch noch andere Dinge an, aber das finde ich ist gerade eins der besten Dinge, die ich kenne. Ja? Also muss man ganz klar sagen, weil ich brauche dann natürlich keinen Vertriebler dazu, sondern das ist erstmal so in der Vorbereitungsphase, Potenzialsermittlung und, wo ich dann so einsteige. Noch was zur Potenzialsermittlung, einfach vielleicht als Ziel für jeden im Key Account Management oder generell im Vertrieb. Die Frage ist ja, wie viele Kunden gibt es für mich maximal? Also was ist die maximale Anzahl der Kunden, die ich bekommen kann? Ja, und dann kann ich ja gucken, wie viele Kunden habe ich denn jetzt schon? Ja, genau, aber das so by the way. So, jetzt springe ich ein bisschen. Ich habe noch ein paar andere Methoden drin. Also aufgrund der Wichtigkeit habe ich auch nochmal Lookalikes LinkedIn mit reingenommen. Ja, da sieht man auch nochmal, wie man Potenziale ermitteln kann. LinkedIn kommt heute nochmal in einem anderen Zusammenhang. Da gibt es auch eine Broschüre, wo es auch nochmal gerade geht um Ähnlichkeitszwillinge. Ja, also wie kriege ich quasi alle Ähnlichkeitszwillinge zu meinen bisherigen Top-Kunden, ja, um einfach dann auch digital daran zu gehen. Ja. Und genau, dann hier habe ich mal alles zusammengestellt. Alles so die wichtigsten fürs Key Account Management, Bundesanzeiger, Biznote, dann Dun & Bradstreet und so weiter, Echo Board, alles verlinkt. Was ich interessant finde als Gegenpol zum Sales Navigator ist das Xing Pro Business. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, das auch mal anzuschauen. Da gibt es ja 4 Wochen Test oder so. Also finde ich auch mega spannend. Ich finde es, meine persönliche Meinung, ich finde es sogar optisch besser, einfacher strukturiert als Xing, als LinkedIn Sales Navigator. Und Pro Business hat auch so eine Funktion drin. Da lade ich quasi auch meine besten Kunden hoch oder halt, wenn ich Kontakte habe, erstelle ich eine Liste. Und dann sucht er mir auch Ähnlichkeitszwillinge unter den Ansprechpartnern. Also das finde ich schon mega schick. Ja, also das ist einfach nochmal so eine kleine Zusammenfassung zum ersten Thema. Also wenn Messen wegfallen, also wie komme ich trotzdem an Potenziale? Und dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Den richtigen Ansprechpartner finden, Hans und nicht Hänschen. Ja, das kennt ja jeder, ja. Also gerade im Key Account Management, da gibt es ja unendlich Ansprechpartner beim Kunde. Und wie komme ich jetzt daran? Ja, also es ist eines der wesentlichen Dinge, die richtigen Leute auf dem Radar zu haben. Und da gibt es dann das Tool, das heißt Chartloop, ja. Und Chartloop ist unglaublich. Ja. Bei Chartloop gebe ich nur die URL eines Wunschkunden ein und er ermittelt mir automatisch macht er mir ein Organigramm, ja, aus dem Netz. Ja, also das ist, also ich finde es mega, ja.
Jetzt muss man eins dazu sagen, Chartloop ist noch eine relativ junge Firma, die haben vor 1,5 Jahren gegründet, sind jetzt seit einem Dreivierteljahr schätzungsweise auf dem Markt. Ja, da mag es schon noch mal Nachbesserungsmöglichkeiten geben. Ja? Ist doch klar, weil der Algorithmus lernt noch. Aber das, was die jetzt schon produzieren, finde ich enorm. Ja? So. Und die setzen auf, zum Beispiel auf Lusha, auf LinkedIn. Also ist auch so eine Datenkrake. Und aus den Daten machen sie dann Organigramme. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich habe jetzt mal hier Word-Industrie, ja, und ich gebe dann die URL ein und er macht mir dann automatisch ein Organigramm. Ja? Und damit habe ich dann hier oben die richtigen Ansprechpartner. Ich kann dann nochmal sagen, ich will Sales, ich will Konstruktion, ich will Einkauf. Ja, also ich kann die Abteilung nochmal auswählen oder ich kann auch sagen C-Level. Ja, ich will einfach nur den C-Level haben. Dann macht er mir das. Ne? Und da würde ich jetzt an der Stelle, möchte ich jetzt gerne mal live gehen. Seht ihr ein Bildschirm noch? Browser? Ja. Ja. Okay, ja, alles klar. Also, dann hier Chartloop. So sieht es aus. Ich habe mich jetzt mal hier angemeldet und jetzt, wir hatten mal eine Firma. Welche Firma sollen wir mal scannen? Also ein bisschen größere Firma. Also ab 60 Millionen aufwärts kriegt man in der Regel, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, Resultate. Wen sollen wir mal etten? Hat jemand einen Vorschlag? Nimm doch mal die Itelli. Intelligence, oder? Ja. Jetzt muss ich kurz gucken. Also ich mache das immer so, weil ich faul bin. Intelligent Group, ne? Also nehmen wir die hier. Und jetzt gucken wir mal. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, aber dann gucken wir es am Ende an, ja? Jetzt sucht er. Jetzt hat er also Nordamerika. Okay, gehen wir mal. Okay, jetzt suchen wir die mal und jetzt sage ich mal hier, was will ich? Ja, also ich kann jetzt hier auch nochmal international. Ich will einfach mal, mache einfach mal beides und dann habe ich hier die Funktion und jetzt nehmen wir einfach mal Sales, weil ich glaube, die Andrea war das, ne? Die kennt sich da vielleicht auch am besten aus. Ja? Okay, so, jetzt läuft es, ja? Boah, fertig, Wahnsinn. Also jetzt, nee, noch nicht ganz, es dauert noch ein bisschen. Egal, wir kommen nachher wieder zurück. Der nudelt jetzt ein bisschen. bei denen ist dazu zu sagen, die haben frisches Geld gekriegt, ja? Das heißt, die haben jetzt auch die Server aufgerüstet, weil früher war das so, da hat es echt ein paar Stunden gedauert. Man hat dann die E-Mail bekommen, aber das müsste jetzt schneller gehen. Ne? Okay, also das war das Thema Hans und nicht Hänschen. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen nudeln. Und dann gehe ich jetzt mal zu einem anderen Thema, was extrem wichtig ist. Jetzt habe ich den richtigen Ansprechpartner gefunden. Und je nachdem, wie viele Kontakte ihr habt auf Xing oder LinkedIn oder generell im digitalen Vertrieb, ist die E-Mail-Adresse extrem wichtig. Ja? Noch nicht mal fürs direkte Anschreiben. Ja, fürs direkte Anschreiben. Also wir machen das nicht. Ich schreibe keinen kalt per E-Mail an, wenn ich kein Doppel-Opt-in habe. Aber zum Beispiel zur Qualifizierung, also Stichwort Lead Enrichment, ist es ein Thema, wenn man mit verschiedenen Tools arbeitet. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Pipedrive oder so, die auch schon eine Qualifizierung machen, da braucht man E-Mail-Adresse. Ja? Also E-Mail-Adresse ist extrem wichtig. Bei mir ist es zum Beispiel bei LinkedIn extrem wichtig, weil ich kann niemanden mehr einladen ohne E-Mail-Adresse. Also ich glaube, ich habe so jetzt fast 14.000 Kontakte auf LinkedIn und ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ab 10.000 Kontakte sagt LinkedIn bitte nur mit E-Mail-Adresse, ja, weil du bist ein Adresssammler, bitte nur mit E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ich einen Kontakt haben will und will den hinzufügen, dann brauche ich die E-Mail-Adresse. So, und jetzt habe ich hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt die Firma Trumpf, ja, kennt vielleicht der ein oder andere.
Und jetzt habe ich den Ansprechpartner in Chartloop gefunden. Ja, und wie kriege ich jetzt die E-Mail-Adresse? Und da gibt es ein Tool, das nennt sich Hunter. Das habe ich hier oben als Plugin in Chrome eingebaut. Und der scannt mir jetzt die Webseite. Und hier oben habe ich dann quasi die Regel, wie die E-Mail-Adresse sich zusammensetzt. Ja, also in dem Fall jetzt Vorname, Punkt, Nachname, aber es gibt ja auch erster Buchstabe, Vorname, also das wechselt ja auch, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass es nur so geht. Ja, also das wäre jetzt quasi der Hunter, ja, also einfach Plugin hunter.io, ist auch in den Unterlagen drin, dann kriegt man sehr, sehr schnell eine E-Mail-Adresse, ja, also ist, glaube ich, ganz cool. Ah, der nudelt immer noch, dann gehen wir da nachher nochmal rein und genau, jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich den richtigen Ansprechpartner und da muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen ausholen, aber das ist, glaube ich, ganz gut, dass ihr das Thema auch richtig unterbringt. Jetzt habe ich den richtigen Ansprechpartner und jetzt ist die Frage, wie spreche ich den an? Und jetzt gehe ich ein bisschen in die Historie, was ich gesagt habe. Also wir haben ja Märkte, wir haben dann Marktselektion. In der Marktselektion bediene ich vielleicht einen Markt, sagen wir Medizintechnik. Und jetzt bin ich Key Accounter und habe die ganzen Medizintechniker. Ja, also das wäre dann meine Zielgruppe. Und jetzt aus dem Online-Bereich weiß der ein oder andere vielleicht schon, dann macht man Buyers Personas. Ja, das heißt, es sind Stellvertreter für einen bestimmten Typ. Ja, also da macht man dann halt so eine ziemlich genaue Beschreibung. Ja, so. Das ist heute. Aber der Weg geht ganz klar in eine 1-zu-1-Beziehung. Also ich glaube, dass die Buyer Personas, das ist nur eine Übergangsphase. Ja? Weil wir heute in der Lage sind, ganz, ganz krass in die Persönlichkeit reinzuschauen. Ja? Fragt mich nicht, ob das in Zukunft noch geht, ob das datenschutzkonform ist. Ich denke, es ist extrem grenzwertig, aber wenn man mit LinkedIn arbeitet oder mit anderen Tools, dann gibt es es einfach und das zeige ich euch jetzt mal. Also ihr habt jetzt Hans gefunden, ihr habt jetzt den ultimativen Ansprechpartner und jetzt wollt ihr wissen, wie könnt ihr bei dem punkten und das zeige ich euch jetzt. Also ich bin auf LinkedIn. War eine Stunde vor meiner Prüfung. Ja, machen wir da mal aus, die Julia. also ich bin jetzt mal auf mein Profil gegangen, Thomas Barsch. Und dann habe ich hier rechts ein schönes Plugin. Das ist von Crystal. Ja. Und der macht mir jetzt eine Persönlichkeitsanalyse. Ja, jetzt seid ihr ruhig, ne? Genau, jetzt bewegt sich keiner mehr. Das ist latest shit, um beim Buzzword Bingo zu bleiben. Also ich bin jetzt hier eingestuft, was bin ich für ein Typ? Ja, das geht dann weiter. Also das ist schon sehr, sehr genau. Ja, also wie ist mein Verhalten? Wo nehme ich meine Energie raus? Ja, Meeting. Wie soll ich mit ihm zusammenarbeiten? So, ich habe jetzt mal angekreuzt, das stimmt ziemlich genau. Also ich habe nur gesagt, mostly, ja. Und hier kann ich jetzt auch noch sagen, wie verhandle ich denn mit dem? Und jetzt kann ich das, und jetzt kann ich hier, kriege ich Do's und Don'ts und so weiter. Ja. Das ist doch mega. Und das auf Personenebene. Das müsst ihr euch einfach mal überlegen. Und das ist prädestiniert für Key Account Management. Ja? Also wie komme ich an die Leute ran? Das geht so weit, dass das ist natürlich auch wieder KI, Machine Learning, viele Daten dahinter. Ja? Das geht so weit, dass das Tool sogar Betreffzeilen macht für ein E-Mail.
Auf welche Betreffzeile wird dieser Ansprechpartner mit hoher Wahrscheinlichkeit reagieren? Ja, das ist der spannende Punkt. Ja? Also Crystal. Wer kennt es? Thomas? Okay. Und Thomas Möller, ich spreche dich mal direkt an. Wie sind deine Erfahrungen damit? Also passt es oder passt es nicht? Ich fand schon ganz gut. Ich bin nicht ganz so ein Fan von dem Disk-Modell, muss ich sagen, was ja dahinter liegt. Ich auch nicht, ja. Aber es hilft auf jeden Fall zur Einschätzung, definitiv. Also sagen wir es mal so, das ist halt der Einäugige unter den Blinden. Ja, also wenn das einen jetzt 30% mehr gibt oder 40, keine Ahnung, besser wie nichts. Ne? Und ich kann mir vorstellen, ich spinne jetzt einfach mal, ohne jetzt irgendwas zu wissen, ich kann mir vorstellen, dass solche Tools in Zukunft, da kann ich das Persönlichkeitsmerkmalsmodell dann auswählen. Ja? Also will ich jetzt das, will ich das, will ich das, es gibt ja noch andere. Und dann nubbelt er das halt einfach dann dementsprechend um. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das passiert, weil das ja, ist halt einfach das, ich sage es jetzt mal ein bisschen, ohne dass abfällig ist, Datenhandling, ja. Also ganz interessantes Tool, um näher ranzukommen. Ja, also wie gesagt, immer im positiven Sinne, weil das ja schon im Grunde genommen ist ja schon so eine Art Stalking, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, also, aber öffentlich verfügbar, ja. Das sind alles Daten, die öffentlich verfügbar sind, ja, auf die zugegriffen wird. Und ich habe jetzt gestern hatten wir einen Test gemacht. Bei mir, bei meinen Studenten, ja, ich unterrichte ja noch, und dann haben wir so ein paar Studis aufgerufen, ja, und dann war eine, die hat gesagt, sie hat es nur ganz rudimentär auf LinkedIn, ja, und die haben trotzdem eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, und dann haben wir das mit den anderen diskutiert, ja, und dann haben die gesagt, ja, das stimmt zu 95%, das bist du, ja, aber woher kommen die her und so weiter, ja. Und ich bin der Meinung, oder ich vermute jetzt, das war gestern so ein bisschen die Bestätigung, dass die generell alle Aktivitäten zusammenführen. Ja, also auch von nicht nur LinkedIn, es ist zwar ein Plugin für LinkedIn, aber die holen auch die Daten aus Instagram, aus TikTok, aus Twitter, aus allen Kanälen, die es gibt. Ja, also Stichwort Social Listening, Social Monitoring, ja, und das auf Personenebene. Boah, ja. Heiß. Also ich bin gespannt, wie lange das noch geht oder ob das irgendwie verboten wird. Also in meinen Augen geniales Tool für Key-Account, datenschutzrechtlich grenzwertig, sag ich ganz klar grenzwertig. Ne? Okay, gut, das war so meine Live-Vorführung. Jetzt gucken wir mal. Ah, Chartloop. Ah, jetzt hat das. Okay, also jetzt haben wir hier quasi das Organigramm gemacht. Ich kann jetzt mal größer werden. Also ich sehe jetzt hier die ganzen Dependancen. United States. Habe ich nur in United States angeklickt? Ja, Thomas, du hast ja nur North America gesucht, deswegen. Ach, war das okay, dann war ich einfach. Also ganz passt es nicht. Zum Beispiel der Peter Schöne, der ist definitiv nicht in USA, der ist. Ja, da steht Germany drunter. Ah ja, gut, also dann mischt er da schon ein bisschen was zusammen. Also, ja, ich bin auch, ich glaube, lass es keine 100% sein, lass es 90% sein. Nein, das ist auf jeden Fall mal also, cool. Das, ja, ich sag dir, das wird immer besser. Ja, das ist zum Beispiel der große Unterschied von einem Key Account Manager zum Machine Learning. Machine Learning, die lernen 24/7, ja. Und ich frage mich manchmal, wann hat der Key Account Manager zum letzten Mal was dazugelernt, ja? Also das ist der große Unterschied. Also man darf da einfach nicht stehen bleiben. Ne? Okay, also das war, müsst ihr mal gucken, wie es bei euch dann passt. Ich gehe jetzt mal weiter mit meiner Prezi. Genau.
So. Also, nächstes Thema, genau, das habe ich. Ich habe es auch in den Unterlagen drin, dass ihr das mal seht. Einfach so als Übersicht. Und jetzt kommen wir an eine andere Geschichte, das ist ein bisschen überlappend, vielleicht mit dem einen oder anderen Thema, den Trichter füllen. Ja? Also Leads-Generierung. Wie komme ich an neue Leads? Und da habe ich jetzt mal so ein kleines Modell, was so die automatisierte Neukundenakquise angeht und was halt wichtig ist im Vertrieb, ist einfach immer der Zufluss von neuen Leads, von neuen Ansprechpartnern. Ja. Die Besonderheit ist jetzt, dass wir natürlich begrenzt sind. Ja. Also wir sind begrenzt und wir fahren zum Beispiel auf LinkedIn, fahren wir gesponserte Aktionen, aber nicht über alles, sondern wir haben unsere Wunschkundenliste hochgeladen zu LinkedIn, ja, und haben genau, das sind 252 Firmen, ja, haben genau diese Firmen deklariert, da gibt es ja noch ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, weil die ein oder andere Firma, die sind so groß, da muss ich halt dann 3-4 Firmen hinterlegen und wir sprechen die jetzt ganz gezielt an. Also wir haben quasi keinen Streuverlust. Wir sprechen nur die Wunschkunden an. Nur die Wunschkunden und nur die Wunschkundenansprechpartner. Und das ist ja klar. Dadurch haben wir natürlich auch geringe Ads-Kosten. Ja? Ja, so, also das mal so ein bisschen zum... ist eine Sache, die wir machen. Und dann haben wir hier Google Ads, LinkedIn Ads. Wir haben LinkedIn und wir haben Webseitenbesucher. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Ja, also wer hat die Webseite besucht und, und. Und was wir eingerichtet haben, wir haben diese ganzen Kanäle an unser Pipedrive angebunden. Das heißt, Aktivitäten landen automatisch im Pipedrive. Wenn einer unsere Webseite besucht und noch nicht als Lead angelegt ist, dann wird ein Lead ausgeneriert. Ja, also alle Signale, die es gibt, genauso Conversions von Ads und so weiter, das landet bei uns alles im Pipedrive. Ja. So. Und hier, das ist jetzt eine andere Geschichte, das habe ich mit der Tobi Kenner, hat da eine Lösung zusammengebaut, ja, hat auch eine Firma sogar gegründet, Lead Corporation, und da sieht es so aus, da gibt es ein Tool, das heißt DuckSoup. Ja? Und DuckSoup setzt auf dem Sales Navigator. Selektiere ich zum Beispiel meine Zielgruppe und dann lädt er automatisch, also der hat dann eine Lösung drumherum gebaut, der lädt dann automatisch ein. Der lädt automatisch ein. Wir haben uns dafür entschieden, die Einladung ohne Anschreiben, weil wir Tests gemacht haben, Einladungen ohne Anschreiben werden häufiger bestätigt als mit. Kann man sich mal überlegen, warum das so ist. Ich habe für mich die Lösung gefunden, habe gesagt, okay, wenn mich einer anschreibt mit einem Text, dann war ich früher so höflich und habe was zurückgeschrieben. Also das heißt, ich war so ein bisschen in der Pflicht, was zurückzuschreiben. Und dann habe ich es manchmal, jetzt habe ich keine Lust dazu, dann habe ich es vergessen aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja, und das ist meine Erklärung dafür, dass sogar Kontaktanfragen mit Anschreiben weniger bestätigt werden als ohne. Mittlerweile bin ich da ein bisschen emotionslos gewesen oder geworden. Ich bestätige einfach, ja, auch wenn mir einer was schreibt, aber das ist halt so ein Prozess. Und hier sieht man, wir haben jetzt 500 eingeladen, also es werden jeden Tag 100 Adressen automatisch eingeladen. Das ist so eine Sperre, mehr sollte man nicht machen, sonst kommt man in die Spam-Ecke. Und 22% haben nach 7 Tagen, also 7 Tage Statistik, haben dann zum Beispiel bestätigt. Ja? Wobei 7 Tage, das dauert bei manchen länger. Also bei LinkedIn ist so meine Erfahrung, es kann schon mal 2 Wochen dauern. Bei Xing kann es Monate dauern. Ja. Also das
ist dann auch noch nachhaltig und was passiert. Wir haben dann hier quasi die Kontaktanfragen. Das haben wir jetzt rausgenommen, ja, weil ich bin ehrlich, mich interessiert nicht, wen wir alles angefragt haben, sondern mich interessiert nur das Resultat. Das heißt, alle, die die bestätigt haben, die kommen hier rein. Ja, die kommen hier rein. Und dann haben wir noch so eine Art Clearing. Ja, da machen wir noch ein Company Update, weil manchmal die Daten von LinkedIn in Pipedrive nicht komplett übernommen werden. Da fehlen manchmal Daten und das ist dann für die weitere Verarbeitung ist es dann schlecht. Ja? Deswegen haben wir hier nochmal so eine Stufe zwischen. Das heißt, ich markiere die und die, die nicht sauber sind oder alle und ziehe die rüber. Dann macht er mir einen automatischen Company-Update und wenn er damit durch ist, dann kommt er hier in die Phase Datenanreicherung abgeschlossen. Ja, also das ist halbautomatisch, ja. Und dann haben wir hier zum Beispiel ein automatisches Anschreiben. Dann ziehe ich die einfach von hier rüber und dann werden die 20, 30 automatisch angeschrieben. Wenn das erledigt ist, dann kommt es in Nachricht gesendet. Und wenn er dann reagiert, dann kommt es in direkte Kommunikation. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann der Vertrieb einsetzt. Alles andere ist quasi Vorbereitung, Marketing, ja. Also ich kann euch sagen, geil. Ja. Weil dadurch habt ihr immer wieder einen Zufluss in eure Pipeline. Ja. Und wie gesagt, Zeitersparnis. Ja. Das ist halt das Entscheidende. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn man im Key Account Management ist und man hat vielleicht sogar eine Neukundenquote, ja, also keine Ahnung, bei mir war es damals so, Philips als Key Account in Dach. Und Philips hatte aber leider in 60 Firmen in Deutschland, ja. Und meine Quote war auch, möglichst viele von diesen 60 Firmen zu gewinnen, ja. Und ich habe mal mein Accountplan, habe ich mal so eine Tapete gemacht. Ich hatte bei Philips fast 1000 Ansprechpartner, ja. Das muss man sich mal geben, ja. Also ein Account, 1000 Ansprechpartner. Und ich wäre froh gewesen, ich hätte sowas gehabt, ja nur um die Ansprechpartner von einer Firma quasi zu kontaktieren auf LinkedIn. Ja. Gut. Also hier kleiner Film, paar Sekunden. Ich fahre den mal kurz ab. Also, wie funktioniert Vertrieb? Das ist jetzt Sales Navigator, wo er das quasi die Selektion macht. Und rechts sieht man jetzt, wie es angeschrieben wird. Wenn er angeschrieben wurde und bestätigt hat, was die Anfrage kommt rein. Jetzt macht er das Company Update, angereichert. Also, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ja. Gut, dann wollte ich euch das noch zeigen. 27, Trigger Event Selling, hat der ein oder andere bestimmt auch schon mal gehört. Ich gehe aber jetzt trotzdem weiter, weil wir sind schon weit von der Zeit. Spuren verfolgen, Tracking. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Wir sind ja heute in der Lage, wie sagt man so schön, die Customer Journey zu digitalisieren. Das heißt, ich habe Messpunkte. Ich habe Messpunkte. Wo steht der Kunde gerade? Ja, und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe mal so ein paar Screenshots gemacht. Also ich glaube, der Max ist auch da. Max, siehst mir nach. Ich habe dich mal hier mit draufgenommen, aber ich glaube, das ist okay. Profilbesuche kann ich natürlich weiterverwenden. Ja, wer war auf meinem Profil und hier genauso bei LinkedIn, wer hat mein Profil besucht? Was mache ich damit? Ja, und das ist natürlich ein Signal und das kann ich weiterverarbeiten. Ich kann den anschreiben und. Also das finde ich, das ist so quasi Basisarbeit, wenn man so will. Ja. Was wir oft haben, wir haben auch einen Profilbesuch und parallel dazu einen Webseitenbesuch. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass der dein Profil besucht hat, auch auf der Webseite war.
Ja, also da kommt dann, wie sagt man, Human Intelligence oder gesunder Menschenverstand. Ja, also das ist dann auch, das steht dann auch über der DSVGO, weil ich bringe als Person zwei Bildschirme zusammen. Ja, also wer war auf der Seite und wer war auf meinem Profil? Und was wir jetzt auch gemacht haben, was ich extrem wichtig finde fürs Key Account Management, das ist Folgendes, das seht ihr rechts. Wir haben zum Beispiel bei uns, wir haben den Sales Viewer im Einsatz für Webseitenbesuchererkennung. Ja? Und wir haben unsere Wunschkunden, Key Accounts, haben wir dort eingelesen. Und immer, wenn jetzt einer unserer Wunschkunden auf die Webseite geht, kriege ich quasi mehr oder weniger in Realtime eine E-Mail. Achtung, Firma Bitzli Butzli war auf der Webseite. Und das ist natürlich extrem wichtig, ja, im Key-Account. Wenn ich eine Aktion gemacht habe, dann ist es hoffentlich eine Reaktion, ja, auf ein Mailing, auf ein Anschreiben, auf was auch immer, ja. Also finde ich mega spannend, diese Signale systematisch auch zu verfolgen. Ja. Gut, dann, das ist die Königsdisziplin. Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende vom Sales Cycle und vom Digital Breakfast. Zeitpunkt. Ich will wissen, wann entscheiden die sich? Wie funktioniert es heute? Ich schicke ein E-Mail raus an mein Buying Center und freue mich. Ja, dann sage ich, soll ich nach 2 Tagen nachfassen? Soll ich nach 3 Tagen, nach 5, nach 14 Tagen? Ich kann ihn natürlich fragen, aber ob sie mir die Wahrheit sagen, weiß ich auch nicht. Ja, und da kann man Folgendes machen. Da gibt es auch ein sogenanntes Dokumententracking, DSVGO-konform, da muss man nämlich zustimmen. Da kann ich mein Angebot hochladen und dann kann ich einen Link erzeugen und dann verschicke ich einen Link. Und in dem Moment, wo er dann das Angebot öffnet, wird quasi getrackt. Und das zeige ich euch jetzt. Also hier ist jetzt ein Angebot, 15 Seiten. Das ist jetzt die letzte Seite. Und hier seht ihr jetzt, das ist jetzt die potenzielle Zeit, wie er das lesen könnte. Und das ist jetzt die Reading Time. Also wie lange hat er die einzelnen Seiten angeschaut? Ja? Also er hat jetzt die Seite 3 sind die Preise. Also hat er schon ganz, ganz gut angeschaut. Ja? Dann hier hinten sind Referenzen. Das fand ich auch interessant. Ja? Das heißt, bei der Branche kann ich wahrscheinlich im nächsten Step, also Seite 6 kann ich sparen, Seite 7 möglicherweise, ich kann mein Angebot optimieren. Ja. Also da habe ich natürlich noch weitere Informationen und hier unten, ich sehe auch genau, wann er es aufgemacht hat, wie lange er es angeschaut hat. Also 100%, er hat alles durchgeklickt. Aber ich sehe hier Skipper. Skipper heißt, er hat es einfach durchgeklickt. Er hat kurz verharrt und hat weitergeklickt. Das ist auch eine wichtige Information. Ich sehe auch hier, wenn er es auf dem Mobilgerät angeschaut hat. Ich sehe auch, wenn er es verteilt hat, also wenn er es an die Kollegen verteilt hat. Und da kann man jetzt Folgendes mitmachen. Ich sehe auch, er hat es downgeloadet. Ja, also ich bin dann so, bei mir kann man ab der ersten Seite kann man auch das Angebot downloaden. Das kann man auch verstecken. Man kann sagen, er darf es gar nicht downloaden. Ja, also das kann man noch quasi individuell konfigurieren. Das Spannende ist, beim Center, ich habe 5 Leuten das zugeschickt, der erste hat es aufgemacht, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte. Und wenn der fünfte das aufgemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich unterhalten, extrem hoch und dann habe ich den richtigen Zeitpunkt. Ja? Also der Zeitpunkt wird quasi bestimmt durch dieses Tracking. Genau. Puh, ja. Das war's. Dankeschön. Ich hoffe, es war was Neues dabei für euch. Ich habe jetzt gar nicht... Genau, es gibt Fragen noch im Chat. Genau, das macht jetzt der Tobi, der führt mich ein bisschen zu den Fragen. Genau, ich brauche nur schnell einen Überblick. Genau, jetzt kam gerade noch mal eine von der Caroline dazu. Wo werden die Wunschkunden eingelesen?
damit die E-Mail generiert wird, beziehungsweise ein Pipedrive-Lead angelegt wird. Was genau muss vom Kunden eingelesen werden, damit das funktioniert? Also wir haben eine Wunschkundenliste, ja, also die, also wir haben alle, wir haben Pipedrive bei uns im Einsatz, ja. Also bei uns ist Pipedrive Lead und CRM-Management und da haben wir die Wunschkunden drin in einer Pipeline, also alle Interessenten. Und im Pipedrive kann man dann eine Excel-Liste quasi, also wir haben es über eine Excel-Liste gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit direkt über eine API, wenn sich die Wunschkundenliste dann ändert sich das dann auch im Sales Viewer. Wir haben dann diese Excel-Liste im Sales Viewer eingelesen. Ja, und immer wenn einer jetzt von dieser Liste kommt, dann werde ich per E-Mail benachrichtigt. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, das ist, dass die dann auch, das haben wir dann in der Tat über Zapier gemacht, ja, das ist ein Z, nennt sich das, dass jeder Webseitenbesucher automatisch übergeben wird an Pipedrive. Ja, also es sind zwei verschiedene Dinge, die wir da eingerichtet haben. Ich hoffe, die Frage ist so beantwortet. Ansonsten einfach nochmal nachschieben. Vielen Dank. Die zweite Frage, ja. Die erste Frage, was brauche ich von dem Kunden damit? Also das Sales Viewer ist das Tool. Genau, was, Sales Viewer ist Webseitenbesuchererkennung, genau. Mhm. Aber was muss ich von dem Kunden dem Sales Viewer geben, damit er das dann erkennt, dass das dasselbe ist? Das macht er automatisch. Das sieht die Firmierung. Anhand der Firmierung sieht er das, ja. Der weiß, diese IP war auf der Webseite. Genau. Der weiß, Carsten Müller ist auch da, sein Beispiel glaube ich gerne, Firma Fleiß und Sonnenschein war auf der Seite. Und das erkennt er. Okay, und aber ins Pipedrive gebe ich ein, Firma Fleiß und Sonnenschein. Nee, das geht. Also nochmal Szenario, Fleiß und Sonnenschein war auf der Seite. Fleiß und Sonnenschein wird übergeben an Pipedrive. Dann wird im Pipedrive geguckt, war Fleiß und Sonnenschein, gibt es schon ein Lead? Wenn es ein Lead gibt, dann wird es dazu, also jetzt wird es ein bisschen komplex, dann wird es dazu geschrieben. Wenn noch kein Lead vorhanden ist, dann wird automatisch ein Lead angelegt. Okay. Mhm. Und gut, dann vielen Dank. Ja, okay. Thomas, darf ich kurz ergänzen? Du kannst aber auch bei Pipedrive nur sozusagen die Besucher dir angucken und dann manuell ein Lead anlegen. Ja, das geht natürlich immer, klar, logisch, auch. Ja. Aber die Erfahrung ist halt, manuell ist immer schlecht, ja. Also wir haben das zum Beispiel eingeführt international bei einem Unternehmen mit 8 Länderorganisationen, mit 8 Webseiten. Und die haben die Excel-Tabellen dann hin und her geschickt zum manuellen Einpflegen und dann ist gar nichts passiert. Und nachdem wir das jetzt automatisiert haben, nachdem die Besucher dann automatisch in der Pipeline landen, kann man natürlich auch sehr, sehr gut nachhalten. Wer bearbeitet die Leads? Stagnieren die? Das habt ihr bei mir auch gesehen. Dann sind die rot, wenn keiner sich drum kümmert. Und da kannst du natürlich viel besser den Vertrieb steuern. Ne? Gut. Genau. Hast du auch einen Blick auf den Chat? Nö, ich habe mich da ganz elegant zurückgelehnt. Ja, das passt schon. Der Marcel fragt nochmal, wie heißt dieses Tracking-Tool? Marcel, hat sich die Frage schon beantwortet? Nee, noch nicht ganz. Ich meinte das Tracking-Tool, was der Thomas ganz zum Schluss vorgestellt hat. Mynerix. Das ist ein Stuttgarter Startup, Mynerix. Mhm. Ja. Okay, cool. Danke. Das Gute an denen ist, die sind wirklich DSGVO-konform. Es gibt auch noch AMI-Tools, zum Beispiel Attach.io und so weiter. Es gibt noch zahlreiche andere, aber die sind da ein bisschen grenzwertig. Ja? Also die nehmen es nicht so ernst mit DSVGO. Bei uns ist so, wir empfehlen natürlich nur DSVGO-konforme Sachen. Ja, oder es ist noch nicht verboten. Also ich würde jetzt, wir testen natürlich alles. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wir testen alles. Wir gehen auch in den Grau, auch in den Schwarzbereich rein. Ja, um einfach zu sehen, was es alles auf dem Markt gibt. Also so nach dem Motto,
nur wer die Grenzen kennt, kann bis an die Grenzen gehen. Ja, also es ist immer ganz bewusst, also ich habe auch schon ein LinkedIn-Tool getestet, das wollte ich dann anschließend kaufen und da bin ich auf dem russischen PayPal gelandet, ja, weil das deutsche PayPal hat die Zahlung abgelehnt und so weiter. Also ja, da sind wir schon so ein bisschen nerdmäßig unterwegs, ja. Genau. Irgendwie rappelt es dabei. Ich sehe nur 26 Nachrichten bei mir. Ja, gerade kam die Frage dann vom Thomas. Also letztendlich ist es über die Verbindung zwischen LinkedIn und Pipedrive findet über Zapier statt. Ja, da kann ich euch auch mal ein Video schicken. Wenn man viel Zeit hat, kann man es dann auch selber nachmachen oder eben bei mir abonnieren. Ja, also zum Thema selber machen, ihr habt es ja gerade schon gemerkt, das ist schon, das im Detail wird es schon komplex, ja. Also das gebe ich zu, weil das ist da nicht ohne mit den ganzen Sonderfällen und ist der Lied schon drin und so weiter. Also ja, kann man viel Zeit verbringen und wenn man dann ein paar Stunden investiert und es läuft nicht, ist auch blöd, ja. Gut, Wochen. Also, Wochen. Ja, ich habe es früher auch selber gemacht, ja, aber ich bin jetzt raus aus der Nummer. Weil man, wenn man da einsteigt, die Ansprüche werden ja höher, ja. Dann will man das noch, dann will man das noch, ja. Und dann nimmt die Komplexität meistens zu und ja, genau. Gut. Oben. Genau, wie kommt man auf den, vielleicht kannst du den QR-Code könnt ihr einfach abfotografieren oder sonst auch über die Veranstaltungsseite kommt ihr auf die Downloads. Seht es nochmal, ich habe es nochmal eingegeben. Perfekt. Genau, könnt ihr das Vertragstracking-Tool nochmal aufschreiben? Vertragstracking. Kannst du gerade einfach noch mal kurz schreiben, Thomas, welches du meinst? Das mit, wo ich die Seite sehe. Ah, Mynerix, ja. Mynerix, genau. Ja, das genau, habe ich jetzt genau. Vermutet, ja. Ja. Mhm. Oh, ich sehe, ich schreibe die ganze Zeit eine Direktnachricht. Sorry, ich schreibe die Nachrichten nochmal. Ja. So, hier ist es. Genau, also Fragen sind soweit keine. Ich habe nochmal kurz gescannt, ja. Ja, also wenn keine Fragen sind. Ich meine, ich bin ja relativ transparent auf Xing, LinkedIn, kontaktiert mich, ja, ist gar kein Problem. Ihr wisst ja, ich stimme zu. genau, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr natürlich wieder beim Digital Breakfast dabei seid. Nächste Woche haben wir ein ganz spannendes, auch schon relativ, ja, schon richtig viele Anmeldungen. Da kommt der Philippe Depardieu von Adventure. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht den Change Rider auf LinkedIn. Der fährt mit seinem Tesla durch die Gegend und interviewt Leute. Das war jetzt das letzte Jahr ein bisschen schwierig. Dann hat er noch das Buch geschrieben, Weltmutführer. Ja, und also es ist ein mega witziger Typ. Ja, könnt ihr euch auch mal das Teaser-Video anschauen, was wir gemacht haben. Wird sicherlich ganz spannend und vielleicht noch so als nochmal als Hinweis, wir haben es jetzt tatsächlich öffentlich gemacht bei uns auf der Website. Unter mehr seht ihr die Übersicht und da seht ihr alle Veranstaltungen, die wir geplant haben. Manche sind noch ein bisschen unvollständig, also seht mir das nach, weil das war bisher eine versteckte Liste. Da steht dann nur da fehlt vielleicht noch das Thema oder so, ja. Aber zumindest habt ihr so eine gewisse Vorausschau und wir sind da. Ich habe da gedacht, die Transparenz für das, was kommt, die ist wichtiger als jetzt die Schönheit. Und genau, wen es interessiert, wir haben der Dirk Zupancik, mit dem hatte ich ja das Teaser-Video gemacht und auch den Podcast. Der war heute jetzt leider nicht dabei.
Der ist auch ziemlich ausgelastet, aber der wird auch im Juni was sagen über Zukunft des persönlichen Vertriebes, hat er einen Slot. Und der Ralf Komoab, der wird, da werden wir eine Stufe draufsetzen, auch im Juni. Der Titel heißt Königsdisziplin Global Key Account Management. Also das, was wir heute hatten, ging schon so ein bisschen, vielleicht andeutungsweise mal in Richtung Internationalität, aber da wird im Juni der Schwerpunkt dann drauf liegen. Also das ist wirklich dann nochmal eine ganz, wirklich nochmal 2-3 Stufen höher als Key Account Management ist Global Key Account Management. Und da haben wir auch schon den Podcast abgedreht, kommt alles in der nächsten Zeit. Könnt ihr dann mal reinhören. Ja, wir machen ja von jedem Digital Breakfast einen Podcast. Da könnt ihr dann euch mal informieren, ob das Thema was für euch ist oder nicht. Ne? Gut. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken, Tobi, bei dir, dass du uns unterstützt hast, und bei den Teilnehmern vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und munter, und ich würde dann jetzt den offiziellen Teil beenden. Dankeschön, dass ihr da wart. Tschüss.